Hallo und herzlich willkommen zu Alain Wiehacke. Ja, hallo. Oh, geil, Alter. Erstmal Notfallbatterien. Warum gibt es überhaupt 22? Ja, du hast das gut gemacht. Ja. Aber das ist dann noch ein paar Blendgranaten. Ein Doppeltor. Und jetzt fahr ich mal Auto. Ja. Da liegt locker irgendwo eine Seite rum. Ja, deswegen gucke ich gerade. Ich will halt nichts an Seiten verpassen. Oh, da ist eine Thermostasse. Seite? Nö. Vielleicht doch. Irgendwo eine Seite? Ah. Schön. Doch keine Seite. Schade. Geht's hier rein? Nein. Wie? Das ist sehr enttäuschend. In Türen reingehen ist nicht so in dem Spiel, ne? Nee. Geil, Katzi. Wollte erst Rücksitz sorgen. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Ich darf gar nicht fahren. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Ihr Arschlöcher. Vielleicht darfst du doch noch fahren. Eigentlich. Wow. Das Bergwerk war nicht mehr weit. War nicht mehr weit. Fünf Berge weiter. Überhaupt kein Step für Alan. Nee, Alan läuft den Weg einfach. Der rennt heute halt würde ich den Entführer treffen. 48 er würde mir Stunden alles Tag übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Alter. Das ist mega kacke, ne? Schritt für Schritt, fast unmerklich, hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Ich fand das mega. Der Fortlauf der Handlung führte mich. Es geht halt automatisch wieder nach vorne, in dunkle, ne? Gewässer. Man hatte mir alles genommen. Barry war vermutlich eingeschlafen. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen. Boah, Alter, nur, wenn du schnell fährst, ist das Ding aber echt schwer zu lenken. Nein! Alter, da geht's hier gar nicht weiter. Oh. Oh Gott, vorne geht noch. Bitte fahr da einfach mal runter. Ja? Ja, mach mal. Kann ich nicht. Das ist jetzt blöd, ne? Da hinten war noch ein Auto. Vielleicht kannst du das nehmen. Scheiße. Ja, das war auch ein... Alter. So eine Kacke. Das war auch ein Geländefahrzeug. Ich glaube, das steht extra da. Alan, schaffst du es bis dahin zu rennen? Das sieht schlecht aus. Das sah aus. Junge, ist komplett außer Atem. Weißt du, von hier bis da hinten drauf. Das war schon anstrengend. Oh. Oh Gott! Junge! Kann ich hier mitlinken? Lass ein bisschen weniger trinken beim Autofahren. Ja. Aber ich trinke gerne beim Autofahren. Dann ist in Ordnung. Alter, über den Boden rutscht hier. Alter. Ah. Oh Gott. Junge, ich darf einfach nicht zu schnell fahren. Doch, fahr richtig schnell. Dann ist viel witziger. Ja, alles klar. Gleich geht das Auto kaputt und wir dürfen den Scheißweg laufen. Scheißegal. Okay, ich geb jetzt Hartgas. Oh ja. Oh Gott. Ah. So richtig nah an der Felswand, damit er bloß nicht runterfährt. Hier ist noch ein Auto. Siehst du, er hätte voll Schrott fahren können. Wir gucken jetzt erstmal, was da oben ist.
Und diese Kamera, wenn du aus dem Auto aufsteigst und schon mal dich umgucken willst, weißt du? Ja, mit dem Auto können wir auch fahren. Mit dem fahren wir locker. Safe. Aber steht zum Bergwerk gehen. Ja, scheiß drauf. Wir rebellieren. Ich glaube, das ist das da unten, ne? Das da. Und komplett im Arsch, der Typ. Das war auch noch eine Treppe, ja, Niklas? Hier spricht Batman und ihr hört KBFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten. Ich bin jetzt ganz entspannt hier wieder weg, weil der Typ mal auf die Eile geht. Das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin alles... Was los? Langsam ein bisschen müde. Ja, geht. Ich gerne viel, wenn der Tag lang ist. Über die Kopfhörer fällt mich halt richtig ab. Die sind halt nicht... Die sind auf Spannung. Das fühlt sich nicht richtig an. Das ist, als ob jemand die ganze Zeit so leicht daran zieht. Das ist die Dunkelheit. Über die Kopfhörer. Komm, bis hierhin müssten wir jetzt fahren. Pack hier vorne. Sehr komisch. Könntest du aufhören damit? Nein. Haben wir Waffen? Nee, kann ich nicht zücken. Aber wir haben Waffen. Ich weiß das. Ellen, verarsch mich nicht. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Alter, richtig spannend hier, erst mal Treppen hochlaufen. Alter. Manuskript nehmen. Ja! Wake war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mott war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mott hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mott versprochen. Wer ist Mott? Kein Plan. Vielleicht war das der... Alter, war der Entführer dieser Hillbilly, den wir auf dem Boot gesehen haben? Nee. Sicher? Glaube ich nicht. Vielleicht war das dann Mott. Ich glaube, wir müssen mit dem Auto noch weiterfahren. Hast du die Pflanzen im Auto gesehen? Guck mal. Warte. Kamera, fuck mich nicht ab. Guck da drin. Wunderschön. Das Auto sieht übrigens aus wie aus Tanz der Teufel. Kennst du nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder Ash vs. Evil Dead. Das kenn ich. Ja, so sieht das Auto aus. Guck. Richtig. Oder? Findest du nicht? Ich erinnere mich nicht mehr an das Auto. Das ist einfach ein richtig wichtiger Teil in dem ganzen... Egal. Ist aber eine super Serie. Ich vergesse halt mega viel aus Serien. Aber es ist eine super Serie. Also außer so Story-Sachen halt. Warum nicht? Das sind übrigens alles Bergleute. Fett. Ist mir gar nicht aufgefallen. Bergleute? Bergleute. Was sind ein Bergleut? Die diese Sachen anhaben, die da stehen. So. 32 Bergleute verlieren bei diesem Vorfall ihr Leben. Hm. Okay. Und zu diesen 32 Leuten begegnen? So ein schlimmes Ereignis, dass ich... Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Hä, was haben die alle für Probleme mit uns? Vielleicht sind wir einfach mega der Hurensohn. Also ich finde, wir sind gut. Guck, wir können auch gar nicht so schnell rennen.
Also ich meine, die müssen uns ja eigentlich... Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass er bis jetzt noch nichts gegessen hat? Wait. Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Hm. Ah! Ich bring ihn um. Ah! Ich musste zum Mirror Peak. Wir haben die Waffe zurück. Geil. Hä? Alter. Alles klar! Ich war nah dran. Vielleicht näher als je zuvor. Hä? Kann ich jetzt durch die Tür? Also ich meine, es ergibt keinen Sinn, aber... Hä? Bin ich gerade blöd? Ja, guck mal. Musst du da vielleicht einfach runterspringen über die Kette? Echt? Einmal will der Spieler noch, dass ich mitdenke. Ja, lächerlich. Loot! Thermoskanne. Guck. Gießkanne, aber. Gießkanne. Ich dachte schon, dein Gehirn hätte so richtig hart geleckt. Nimmst du die Thermostasse auf? Flasche? Nach 10 Sekunden so, oh, Thermosflasche. Manuskriptseite? Oh ja. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen. Und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse. Am Ende stellt sich raus, dass es alles, das Buch, das, was wir nachspielen, ist das Buch, das Alan Wake geschrieben hat. Weißt du? Dass er die Sachen erlebt, ist das, was er neu geschrieben hat. Au! Alter! Ist er behindert? Aua! Junge, das kann doch nicht sein. Hey, sind die behindert? Was für Hillbillies? Sagen links, Fackelteil. Junge! Na, warte, ich muss das eben kurz ausrüsten. Ach, hab ich ja. Na gut. Wo sind die Viecher? Jetzt ist fast links neben. Schnell.
Zack. Oh. Aua! Alter! Die Gegenstände sind immer am schlimmsten, ne? Vor allen Dingen, wenn du wenn man da drauf drückt, um das anzuleuchten, ist die Taste zum Ausweichen direkt da drüber. Sehr blöd. Junge. Du lässt dich auch von allen hitten, oder? Ist mir doch egal. Nicer Move, Ellen. Dies kann er. Und Blendgranaten. Er bleibt erstmal so ein bisschen stehen. Guckt sich um so. Hm? Also ich halt nicht sicher, wo ich bin. Das ist so ein Typ mit der Taschenlampe, der das so fett beleuchtet. Ich höre etwas da drin. What the fuck? Ich hätte einfach schon gesucht, mir kommst du da gar nicht raus. Aber bestimmt nicht. Vielleicht müssen wir da rein. Oh. Ich hab das da reingehauen, ne? Junge. Ist es unter mir? Ach so! Jetzt wird's eng hier. Oh Gott. Du hast wie bei dem Typen, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Ja. Der einzige Weg zum Hang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Einfach. Erst noch einfach drüber, ja. Ja. Hier. Okay, fuck. Alter, guck mal, wie riesig. Junge, guck mal, da sind 4 auf einen Blick, ja? Da hinten sind nochmal 2, das heißt 6. 6 solcher Gaskanister auf einem riesigen Feld, als ob jetzt nicht entweder 32 Gegner kommen oder ein Vetter. Junge. Ach Gott, ich hab sowas für keine Lust, ne? Ich bin für die 32. Ich glaube, damit hast du richtig Spaß. Junge, okay, wir sind schon bei 6, 7 oder so. Und rechts kam auf jeden Fall noch einer. Ich glaube, links ist einer. Ja. Vor allen Dingen. Nein! 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 Leute, ich verklicke mich! Scheiße. Okay, vielleicht sollte ich sie erst auswechseln. Sieht halt mega dumm aus. Ellen, bist du bereit? Ja, ja, wir schaffen das! Ich mach die jetzt da hinten erstmal weg. Die hier. Ja! Hier, ihr Hunde! Effektiv. Ich dachte, man kann die werfen. Musst du dich erstmal aufsetzen? Ja. Intens. Waren gar nicht so viele Gegner. So, 10. Nice!
Oh, unfair. Ey, es sind doch nur noch 10 Minuten, die ich hab. Ja, du panikst schnell. Locker kommen so zwei Leute, du setzt es instant ein. Ich hatte schon Bock drauf, ne? Ich setze sie jetzt auch ein. Geil. Wetten, jetzt kommen richtig viele Gegner hier. Der Wagen links, der hat sich bewegt. Oh Gott! Wer redet da mit so einem scheiß Wagen auf einmal? Ich muss meine Batterien aufladen. Ich greife dich so das komplette Haus einfach an. Ja, muss ich da nicht mehr durch. Bossgegner, kompletter Berg. Die komplette Welt. Aha! Aua! Junge, stell mal vor, du kriegst so ein scheiß Ding in die Fresse, Alter. Oh, ich muss dich wieder aussetzen. Das klatscht dich doch komplett um. Nein! Du dummes Stück Scheiße, warum bewegt... Oh, ich hab das Pinöppelteil runtergehauen. Das Pinöppelteil? Ach so. Das Pinöppelteil. Also von den Kopfhörern. Jetzt wissen die auf jeden Fall, was du meinst. Ja, dieses kleine Gummiteil, damit das in den Ohren nicht so unangenehm ist. Damit es überhaupt hält. Es wird auch so halten. Ja, war halt richtig kacke. Ja, unangenehm. Ich glaube, es ist hauptsächlich dazu, dass es besser hält, als dass es sonst unangenehm wäre. Also sonst hättest du ja auch einfach die alte Version nehmen können, wo du nur das Plastikding hattest. Okay. Ja, das wäre halt richtig cool, wenn die Gegenstände so random zu sowas werden würden, weißt du? Nee, wäre überhaupt nicht cool. Ja, richtig cool. Dieser scheiß Mast wird dich einfach angreifen. Super cool. Ich fände das cool. Dann kommen die ersten. Alles klar! Junge, guck dir an, wie viele das sind! Oh Gott! Jo! Immer diese Doppelschläge, ne? Junge. Vor allen Dingen... Oh shit. Oh Gott! Was geht ab? Skill Move! Ich muss eine Flare ausrüsten! Nein! Ah, von... So, dann bringt's halt nicht so viel. Ja. Mehr. Aua! Junge! Eine Flare! Tötet? Hinter dir? Ja! Ja! Wieso? Ist der überhaupt verwundbar gerade? Alter! Ja, müsste eigentlich. Vielleicht hält er einfach extrem viel aus. Aber du warst nicht nah genug dran, dass die Schrotflinte auch vernünftig Schaden macht. Boom! Hä, habt ihr noch mehr zu bieten? Da kommen so 30 Stück. Ja. Meine Schulter. So, irgendein Gegenstand greift dich safe noch an vorher. Ja. Glaube ich auch. Aua! Versuchst du überhaupt auszuweichen? Ja. Oder? Ich drück die Taste auf jeden Fall. Leute! Lass mal eben kurz warten. Ach, meine Schulter. Ich fühle mit dir, Alan.
Ich fühle mit dir. Wenn du 20 Minuten so da drauf liegst, ist das echt unangenehm. Ja, dann lieg halt nicht 20 Minuten so. Aber wie soll ich denn sonst spielen? Keine Ahnung, setz dich hin oder so. Keine Ahnung. Das geht nicht. Nee, funktioniert einfach nicht mehr. Nein. Ich hab wieder ausweichen. Alles klar! Nein! Du bist einfach voll reingerannt! Hast du dich so hart erschrocken vor dem anderen Teil, dass du da einfach reingerannt bist? Ich wollte ausweichen! Och Mann! Oh Mann! Och! Hä, das ist ja mega behindert. Weißt du, es ist mir egal, wie lange du spielst. Die Stelle darfst du noch fertig machen. Wenn du das nicht machen willst. Ich hatte echt nicht so Bock drauf eigentlich. Ich hasse die Gegenstände, ich krieg das auch nie hin, den auszuweichen. Woo! Jetzt siehst du schon, mein Skill ist einfach... Wir müssen eben kurz warten. Batterien aufladen. Leuchte einfach mal von da auf das Teil, wirkt das schon? Nee, das ist ja jetzt noch nicht da drin. Jetzt erst. Easy, Alter. Müssen jetzt die Gegner kommen? Ja. Ja, willst du auch mal weiter in die Richtung laufen? Ach komm, geht doch. Da sind die Kleinen, die ganzen. Ah. Jetzt. Ja, alles klar, jetzt nice, auch noch ein Gegenstand. Alter. Fängt euch! Alter, Junge! Alter! Das war sehr effektiv. So ein Typ. Alter. Junge, wie das Teil sich... Das hat keinen Bock mehr. Oh, das wird gar nicht getriggert. Ja, das dachte sich einfach, bringt mich um. Junge, da, okay, die beiden Dinger fliegen gleich rum. Jetzt muss ich erstmal warten, bis meine Batterien aufgeladen sind. Erstmal chillen, ja. Ja, ist entspannt. Ich meine, es wird ja erst getriggert, wenn ich da hingehe. Erstmal WhatsApp checken, so, ne. Ey, mir schreibt sowieso keiner. Dunkelheit kann gleich kommen. Okay. Ja, so. Jetzt fickt euch. Hä? Ja. Weich mal jetzt schon mal raus. Also weich mal vorher einfach raus. Ja, ich mach doch. Wo hat der... Ja, ich will halt nur wissen, ob das... Boom! Du, wenn du ausweichst, ob das dann an deine letzte ja. Position einfach fliegt oder an die, wo du hingegangen bist. So, easy. Und weißt du, was jetzt ist? Jetzt ist Schluss mit meiner Folge. Schluss mit lustig ist jetzt. Schluss mit... Oh, scheiße. Ich hab was umgehauen, Leute. Oh, shit, doch. Was ist das denn? Hä? Da war irgendwas an meinem Fuß? Ach, das war die andere Flasche. Ich hab ein paar komische Tiere unter meinem Bett. And in Wake in real life. Na gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.